Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom für die PlayStation 4 Part 5. Und ja, in der letzten Folge, das war schon wieder eine Woche her, da muss ich mal überlegen, was haben wir denn da zuletzt gemacht? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine neue Waffe eingesackt haben, die Sturmgewehrwaffe. Und wir sind, ich meine, noch in diesen Forschungseinrichtung in dieser UAC unterwegs gewesen und haben natürlich wieder einige Dämonen das Leben ein bisschen schwer gemacht. Und da war ja diese Rebecca, wie hieß sie? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Hier steht, richte den RESOP-Satelliten neu aus. Genau, wir müssen den Satelliten neu ausrichten. Da war ja was gewesen. Ich überlege gerade nur, wie hieß nochmal diese eine Frau? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Also was diese eine Woche alles ausmachen kann. Wahnsinn. Also, schauen wir mal, ich glaube, in der Datenbank. Da war ja so eine Frau, daran kann ich mich noch erinnern. Die hat ja in der letzten Folge immer das Gleiche gesagt. Boah, das ist voll peinlich, dass ich den Namen schon wieder vergessen habe. Seid mir bitte nicht böse. Also, ich habe wirklich eine Woche lang das Spiel wirklich nicht angefasst. Und ich bin momentan auch so in anderen Sachen tätig. Also, nicht spielebereichmäßig, sondern privat. Und da läuft gerade momentan viel im Hintergrund, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Und deshalb hat das so ein bisschen die Geschichte so weggedrängt, wo wir eigentlich hier zuletzt, unterwegs sind. Also auf jeden Fall diese eine Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber ich komme gleich drauf. Die liegt mir auf der Zunge. Auf jeden Fall war ja so eine Frau gewesen, die hat ja immer in diese Videobotschaft sich immer wiederholt. Und das, ist halt die Frage, ne? War das jetzt positiv oder negativ? Also irgendwie kam sie nicht so gut rüber für mich. Naja, ist auch egal. Ich würde sagen, diesen Namen werden wir wahrscheinlich noch, auf jeden Fall noch öfter zu hören bekommen. Wir müssen jetzt mal schauen, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Denn, wie gesagt, ich bin jetzt schon eine Woche lang hier nicht mehr unterwegs gewesen. Ich kann mich noch so grob erinnern, dass wir hier auf jeden Fall, genau, hier haben wir diese Schrotflinte geholt. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Hellas-Tiefebene. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellter ist Ihre Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UIC, es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Okay, wie kann ich jetzt diese Waffe ausrüsten? Das ging doch irgendwie, ich habe das schon wieder vergessen. Okay, hier kann man was verbessern. Wie gesagt, ich bin da voll total unvorbereitet. Ich bitte auch wirklich um Entschuldigung. Also das ist jetzt kein Extra oder sowas. Ich versuche aber trotzdem. Also wir haben jetzt, wie gesagt, die neue Waffe. Klar, könnten wir jetzt irgendwie einsetzen. Aber ich glaube, mit den Waffen, die wir jetzt momentan zur Verfügung hier haben, die reichen erstmal. Ich weiß nicht. Normalerweise müsste er direkt wechseln. Aber okay, anscheinend können wir nur zwei Waffen wirklich gleichzeitig tragen. Primär und sekundär halt. Und genau, wir hatten hier ja noch diese neuen Herausforderungen. Zwei von drei haben wir ja schon gelöst. Und der dritte ist ja der große Entdecker. Finde drei versteckte Extras. Und ich würde sagen, ich mache mal die Webcam aus, damit wir uns hier 100%ig auf das Spiel konzentrieren können. Und ihr auch die Karte besser sehen könnt. Und da gibt es ein Echo. Unten links, das Orange, ein Echo. Schauen wir mal, das müsste hier hinten irgendwo sein. UIC-Angestellte werden regelmäßig medizinisch untersucht, um konstante Produktionskapazitäten sicherzustellen. Ist das das Echo? Ist das quasi nur diese Türenöffner-Mechanismen? Okay, ich dachte, Echo wäre irgendwie eine Information, eine Quelle, wo man natürlich hingehen kann und Informationen herbekommt. Okay, das müssten wir alles schon gehabt haben. Also ihr merkt, ich versuche natürlich immer alles mitzunehmen, was geht. Und orientiere mich natürlich immer an der Karte. Okay, aber was ich nur nicht verstehe, ist mit dieser Waffe, die muss ja irgendwie ausrüstbar sein. So, hier ist das schwere Sturmgewehr. Ich möchte jetzt sagen, das möchte ich jetzt ausrüsten. Hier steht's ausgerüstet, ne? Wie kann ich das aber hier abwählen? Das ist ein bisschen seltsam.
Ich meine, dass es beim letzten Mal etwas einfacher ging, dass diese, ja, Möglichkeit gegeben war, das auszuwechseln. Aber wenn ich jetzt hier... Ich verstehe das nicht. Uah, jetzt werde ich wieder angegriffen. Okay. Ab geht's. Zack. Boah. Okay. Boah. Okay, Leben haben wir eingesackt. Boah. Okay, ich muss aufpassen, bin gleich tot. Ah, genau. Die Kettensäge haben wir auch noch. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht. Na komm. Boah, wenig Gesundheit. Direkt alles hier mitnehmen, was geht. Boah. Ich find's lustig, wie wir die jagen, die Gegner. Okay, den hier. Zack. Okay, den hier auch noch. Jawohl. Was? Verstärker Effektivität? Was? Was ist denn jetzt los? Zum Ansehen. Okay, Berserker. Testsubjekte, die dieser Sphäre ausgesetzt werden, verfügen über enorme Kraft und zeigen ein extrem aggressives Verhalten. Die Berserker-Sphäre steigert die Aggression derart, dass Subjekte jedes Lebewesen angreifen und sich sogar selbst Schaden zufügen, wenn sonst kein Ziel zur Verfügung steht. Überlebt das Subjekt den Test, bleibt es in einem wahnhaften Zustand und sollte getötet werden. Okay. Boah. Alter. Was ist denn hier los, ey? Boah. Krasser Scheiß. Boah. Voll aggro, wie hier abgegangen sind. Wahnsinn. Ah. So, noch jemand? Okay, da sind ziemlich viele Gegner hier. Na komm. So. Du auch noch. So, ich glaube, das war's. Oder? Oder haben wir hier noch ein paar? Da. So. Den haben wir auch. Ah, da sind noch welche. Wow. Der hat ein Schild. Das ist natürlich nicht gut. Für uns zumindest nicht gut. Ah, jetzt bist du unten. Boah. Junge, Junge. Okay, holen wir die Schrotflinte. Bam. Ist aber nicht gut. Schnell weg hier. Hier haben wir noch Rüstung. Ah. Okay, wir müssen irgendwie was dagegen tun. Vielleicht hilft das hier. Okay, wir müssen uns einen Plan ausdenken. Vielleicht können wir... Okay, die Granate, die war leider nix. Okay, vielleicht können wir... Ah, ich weiß nicht, Kettensäge ist auch so eine Sache. Jawohl. Geht doch. Monster, besessener Wachmann. Oh, Einheiten besessener Wachmänner legen das komplexeste Kampfverhalten aller besessenen Menschen an den Tag. So rücken sie im Schutz ihrer Schilde vor und feuern dabei über die Schilde hinweg. Besessene Wachmänner verzichten auch auf ihre Schilde, um treffgenauer schießen zu können. Auch wenn das zulasten ihrer Verteidigung geht.
Ja, wenn sie sauer sind, dann klar. Okay. Ich glaube, diesmal haben wir jetzt alle hier ausgeschaltet in dieser Gegend. Und ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob es viele Gegenstände gibt, die man sammeln könnte. Auf jeden Fall sehe ich hier schon mal was. Schauen wir uns das mal an. Wir haben auf jeden Fall Ausrüstung. Okay, wechseln wir. Hier haben wir auch noch was. Ganz viele Ausrüstung, die wir auf jeden Fall gebrauchen können. Hier ist ein Terminal, was man hier aktivieren kann. Also ein Aufzug eher gesagt. Was haben wir hier noch? Gucken wir uns hier mal genauer um. Was sagt die Karte? Hier gibt es... Oben gibt es noch was, was gelb ist. Ein Ziel. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Aufzug da nach oben. Anders kann ich mir das uns nicht erklären. Aber wir können ja trotzdem noch mal ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwas Brauchbares finden. Hier natürlich aufpassen, dass ich nicht in den Tod springe. Das kann nämlich ganz schnell gehen. Und dann darf ich den ganzen Hokuspokus hier nochmal machen. Okay, also hier gibt es nichts. Hier waren wir schon. Vielleicht hier unten. Ja, da unten sehe ich auch noch was. Aber werden wir wahrscheinlich schon alles haben. Ne, jetzt haben wir das. Wieder ein neuer Paket Granaten. Das ist für die Kettensäge gut. Also wir können die Kettensäge doch schon ein paar Mal benutzen, würde ich mal sagen. Da sind wir schon ein bisschen variabel hier. Bin natürlich erstmal noch vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie viele von diesen Tankteilen da zur Verfügung gestellt wird, damit wir halt entsprechend die Gegner töten können. Okay, also hier scheint es wirklich nichts mehr zu geben. Ich kann nochmal hier unten schauen. Ne. Okay, dann würde ich sagen, benutzen wir doch gerne diesen Aufzug, den wir eben freigeschaltet haben. Schauen wir nochmal hier unten. Hier ist noch Leben, wenn wir was brauchen. Könnten wir vielleicht wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, ob wir zurückkommen könnten. Aber wenn ja, dann haben wir hier auf jeden Fall noch genug Gesundheit. Mann, 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 wie das hier aussieht. Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Ich frage mich, wie ich zu dieser Waffe wechseln kann. Das kann auch irgendwie nicht wahr sein. Hier, wir haben ja auch was freigeschaltet. Genau, da war ja was. Eine Verbesserung. Fragt sich nur, wo. Senkt den Schaden. Achso, wir können generell wieder... Nee, können wir gar nicht. Wir haben auf jeden Fall was freigeschaltet. Hier, die Automap deckt Erkundungsgegenstände in einen größeren... Achso, das haben wir schon gekauft. Okay, aber wir müssen hier irgendwo was freigeschaltet haben. Ah, genau, hier. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken, wird eine gefährliche Schockwelle ausgelöst. Haben wir das? Also, wir können es auf jeden Fall nicht freischalten. Aber wir, also, es ist freigeschaltet, aber noch nicht aktivieren. Das ist der Unterschied. Okay, was sagt die Karte? Die Karte sagt auf jeden Fall, es gibt wieder ein Sammlerstück. Das möchte ich natürlich gleich wieder mitnehmen. Da brauchen wir wieder einen Aufzug, so wie es aussieht. Ich traue dieser leisen Gegend hier nicht. Und ich würde super gerne die Waffe wechseln. Wie geht denn das hier, verdammt? Das muss doch irgendwie gehen. Muss ich das entrüsten, sozusagen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also hier so an sich, ne, kann ich ausrüsten. Aber die Waffe wechseln. Ich will die ja komplett tauschen. Geht das hier irgendwie nicht? Mission, Arsenal. Hm. Vielleicht kann man das nur, wenn man dieses Mod hier... Den Mod deaktiviert. Ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht. Hm. Echt da am Überlegen. Also, wir haben wieder Möglichkeiten, etwas zu kaufen. Ich würde sagen, hier warten wir noch ein bisschen. Erhöht die Größe der Explosion. Das könnte man natürlich alles machen. Aber wir behalten das erstmal noch. Ach, so war das. Man muss... Ah, ich bin so doof, liebe Freunde. Okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Was eine Woche wirklich ausmacht. Also, Wahnsinn. Okay, jetzt weiß ich aber, wie es geht. Holen wir das Sturmgewehr raus. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Der steht doch gleich auf, oder? Ich habe deinen Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst.
Okay. Ah, ich frage mich nochmal, wie die eine hieß. Nicht Rebecca, die hatte einen anderen Namen gehabt. Oh, mir fällt das gerade voll nicht ein. Also, Zugang ist mal wieder gesperrt. Ist ja auch klar, weil wahrscheinlich hier wieder Monster, Dämonen hier herumturnen. Und uns das Leben wieder mega, mega schwer machen. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie, ja, hier durch. Das müsste jetzt aktiviert sein. Oder? Nö. Okay, kaputt machen kann ich nicht. Ich vermute mal, wir müssen wieder zum Aufzug. Treppen oder sowas können wir nicht benutzen. Okay, also, wir müssen höchstwahrscheinlich wieder mit dem Aufzug fahren. Weil ich habe gesehen, da waren auf jeden Fall Dämonen runtergesprungen. Und die werden wahrscheinlich hier wieder unterwegs sein. Ja, ich höre auch schon was. Da kommen sie schon, wenn man vom Teufel spricht. Ah. So. Wow. So. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich höre auf jeden Fall noch was. Ah, hier können wir hoch. Ah, interessant. Ah, von hier oben, genau, ist diese Zentrale. Weiß nicht, ob wir hier hochkommen. Jawohl. Gut, dass wir uns hier genauer umgeschaut haben. Hier gibt es wieder mehr Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob man das hier aufmachen kann. Sieht erstmal auf den ersten Blick nicht so aus. Sturmgewehr, sehr, sehr schön. Endlich haben wir das mal hier in Betrieb genommen. Eigentlich ist es total einfach. Ja, wie gesagt, was eine Woche so ausmacht, wenn man nicht mehr hier am Start war. Okay. Interessant. Hier kann man wieder reinspringen. Können wir uns hier weiter umschauen? Gibt's hier noch was? Wechseln wir mal zur Pistole. Ich weiß nicht, kann man das hier abschießen? Ne. Hätte ja sein können. Ah, hier kann man... Ah, schau mal, hier ist das Sammlerstück. Ja, geil. Jawohl, was macht das Sammlerstück? Was? Was stand da? Großer Entdecker. Ah, das ist also gemeint. Finde 3 versteckte Extras. Ah. Ja, geil. Dann haben wir schon mal Nummer 1 von 3. Hätte ich mir eigentlich auch schon denken können, dass das damit gemeint worden ist. Aber ich war mir nicht so ganz sicher. Hätte auch sein können, dass es mehrere Extras auch gemeint worden ist. Aber okay. Ich würde sagen, wir springen mal runter. Ah, ein weiterer Durchgang, um hier nach unten zu kommen. Jetzt habe ich wieder hoch. Okay, wir müssen mal schauen, wo müssen wir jetzt eigentlich wirklich hin? Also hier gibt es auf jeden Fall noch einen Durchgang. Bis hier hinten durch. Und da würde ich sagen, dass wir diesen Weg auf jeden Fall noch in Anspruch nehmen. Holen wir mal die Schrotflinte und die Pistole. Ah, dann merkt er sich immer quasi, was ich zuletzt gehabt hatte. Also die letzten 2 Waffen. Jetzt verstehe ich das Auswechselprinzip. Da musst du erstmal drauf kommen, ne? Also... Kein Schwein erklärt dir das, wie das funktioniert. Das musst du selber herausfinden. Und ja, das habe ich jetzt soeben herausgefunden. Okay, hier können wir... Okay. Das klang nicht gut. Ah. Okay, wir müssen hier rüber springen. Oh lala. Geschafft. Ich höre schon wieder was. Okay, wir müssen aufpassen. Hier müssen wir wahrscheinlich ducken. Ja, und jetzt? Klettern. Man weiß es noch nicht so genau. Hm. Als wäre ich hier gefangen. Also hier kann ich nichts machen. Aber wir müssen nach oben. Ah, okay. Hier. Alles klar. Hab's herausgefunden. So müssen wir hin. Das erinnert mich jetzt gerade so an einem anderen Spiel. Da muss man auch mal rumklettern. Ein Spiel, was leider in Deutschland indiziert ist. Ich weiß nicht, ob euch das Spiel was sagt. Dying Light. Da muss man auch ganz, ganz viel rumklettern. Finde ich auch übrigens ein sehr, sehr geniales Spiel. Hätte ich gerne auch Let's Played, aber wie gesagt, in Deutschland leider indiziert, darf ich nicht, kriege Ärger. Und genauso, wenn ich zu viel quatsche, dann springe ich in den Tod. Das ist natürlich geil. Aber naja, passiert halt.
Hat der Gegner einen Kopf, hat er damit auch eine Schwachstelle. Headshot. Ja, also wie gesagt, hier ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Hier muss man wirklich aufpassen, wo man hintritt. Das kann sehr, sehr schnell ins Auge gehen. Und ihr habt gesehen, das war, meine ich, glaube ich, auch in der letzten Folge. Da bin ich auch einmal gesprungen von einem oberen, ja, von einer oberen, ja, wie sagt man, Fläche. Und dann war das schon wieder zu weit. Also man muss wirklich ganz, ganz genau aufpassen, wo man hintritt. Und jetzt darf ich wieder die Dämonen angreifen, die uns gerade eben angegriffen haben. Oder auch nicht. Die sind schon weg. Auch nicht schlecht. Okay, hatte ich hier noch irgendwas gesammelt? Ich weiß nicht, ob sich das gesaved hat. Da hinten ist auf jeden Fall was. Okay, gehen wir erstmal hier weiter. So. Ja, hat sich anscheinend gespeichert, weil hier waren ja schon wieder zwei Gegner gekommen. Die sind jetzt übrigens nicht mehr da. Okay, gehen wir hier hoch. Und einmal hier. Hallo? Geht das nicht? Hä? Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich geht das nicht. Doch, das muss gehen, komm. Ah, siehste, geht doch. So, hier war das eine. So, hier, pass auf. Boah, siehste, wenn man zu weit springt, dann fliegt man nach unten. Also, da muss man höllisch aufpassen. Krass. Okay, also müssen wir wahrscheinlich hier hoch, oder wie? Oh. Ne, hier weiter runter, okay. Alles klar. Ah, da kommen wir quasi auf diese Seite. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, muss man erstmal die Erfahrung gemacht haben. Okay, was haben wir hier? Was ist das hier? Leben? Granat. Schau schon wieder aus. Ah! Boah. Ich wusste, irgendwas... Ich habe schon wieder was gehört. Ja, was willst du denn hier, Junge? Boah, ich habe gleich kein Leben mehr. So. Stirb. So, hier können wir uns wieder heilen. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ich hätte auch eine Kettensäge eigentlich benutzen können. Aber okay. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Flächen, glaube ich, noch nicht erkundet. Also das mit dem Sammlerstück, klar. Aber eigentlich muss das doch alles blau sein. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Und das mit dem Sammlerstück nochmal machen. Ah, hier haben wir noch Leben, Munition. Gut, dass wir hier waren. Komm ich... Ah, das war so klar. Guck mal, ich komme nicht mehr hoch. Das ist so... Ah, warte mal, vielleicht kann ich hier runter. Ja. Ah, schon wieder zu weit. Wenn das unten der Tod gewesen wäre, wäre ich wieder tot. Okay, sammeln wir noch eben das ein, was hier noch übrig geblieben ist. Genau, Leben hatten wir oben auf dieser Brücke gehabt, wo ich gestorben bin, auf dem Kran sozusagen. Genau, hier war Heilung, habe ich schon, volle Pulle. Okay, wir müssen eben mal dahin, wo ich das Sammlerstück gesammelt habe. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Ja, ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen langwieriger, dieser Prozess, aber man möchte schließlich hier alles vernünftig, so halbwegs vernünftig machen. Okay, das heißt, wir müssen wieder mit dem Aufzug nach oben. Ich weiß, es ist wieder doof, aber lässt sich gerade nicht ändern. So. Genau, hier waren wir gewesen. Hier haben wir noch Munition. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, den Rückschritt. Jetzt frage ich mich, wie komme ich hier nochmal raus? War das doch von draußen? Ah, ich glaube, ich weiß. Okay, gehen wir wieder zurück. Ja, ja, das war von draußen, genau. Und dann konnte ich irgendwie seitlich hoch. Ja, ja, hier. Genau, hier, mit der Kiste war das. Genau. So, genau. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. So, dann geht es hier nach oben. Genau, hier nach oben. So. Geschafft. Dann hier noch. Genau.
Genau, weil als ich gerade gestorben bin, ihr versteht vielleicht, was ich sagen möchte, war hier wieder alles grau. Als wäre ich hier nie da gewesen. Und das stimmt ja nicht. Und ich würde die Karte gerne schon alles, ja, blau beschmücken, sag ich mal, damit ich genau weiß, wo ich war. Weil ich könnte natürlich weitergehen, aber irgendwann kommen wir vielleicht wieder zu diesem Punkt, wo ich hier bin, ne? Und dann frage ich mich natürlich wieder, haben wir das nicht schon gemacht? Etc. pp. So, wir haben die Luke wieder offiziell geöffnet. Das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Wir gucken nochmal hier auf den Boden, ob hier alles in Ordnung ist. Genau, hier war das Geheimnis gewesen. Haben wir auch gesammelt. Das könnte man auch irgendwie kaputt machen, aber natürlich geht das hier nicht. Okay, dann haben wir wieder alles, was wir brauchen. Wir könnten natürlich wieder hier so runterjumpen. Genau. Autsch. Aufprallschutz. Ah, Aufprallschutz. Sehr gut. Habe ich auch schon wieder fast vergessen, dass wir das haben. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch die Rüstung. Und dann geht es auch direkt weiter. Ich weiß, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich weiß ja nicht, wie ihr das gemacht hättet. Vielleicht hättet ihr es ja genauso gemacht. Gut. Zack. Volle Rüstung. Hat sich doch gelohnt. Weil das, was gerade eben gekommen ist, hier mit dem Schild und alles, das war schon ein bisschen heavy, muss ich sagen. So, jetzt geht's weiter. Endlich. Schauen wir mal, was sagt die Karte. Da gibt's auf jeden Fall wieder ein Datenprotokoll. Wissen wir schon mal Bescheid. Müsste ein Serverraum sein. Oder ein Laborraum. Auf jeden Fall haben wir einen Speicherpunkt erreicht. Das bedeutet nichts Gutes. Sag ich doch. Ah. Ah, Junge. Ah. 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 So, den weg. Und den weg. Noch jemand? Hier haben wir ein Datenprotokoll. Monster, besessener Wachmann. Jawohl, das haben wir ja eben schon gehabt. Wollen wir nicht nochmal lesen, oder? Ne, wir hatten... Doch. Ah, das war der gleiche. Okay, haben wir schon... Was ist das denn? Ist das eine neue Waffe? Hallo? Eine neue Waffe? Wieso kann ich die nicht aufheben? Haben wir die schon? Ich glaube schon. Kann das sein, dass es die Schrotflinte ist? Oder ist das das Sturmgewehr? Ich muss das mal eben vergleichen. Sturmgewehr. Ah, sieht nach Sturmgewehr aus. Ja, cool. Okay, hier haben wir Fehlercode 83. Zugang ist gesperrt. Wir müssen auf jeden Fall hier was freischalten. Hier gibt es wieder ein... Punkt oben. Der nennt sich, glaube ich, Rüstung. Ja. Müsste Rüstung sein. Vielleicht können wir von hier irgendwie was machen. Hier steht schon, Achtung, Kernhitze an der Obergrenze. Wahrscheinlich müssen wir hier was machen. Okay. Oh nö. Oh nö. Hat sich ja gelohnt, hier reinzukommen. Okay, der ist nur weggeätzt. Ich dachte schon, jetzt kommt wieder was Neues. Okay, also hier ist alles in Ordnung. Den Umständen entsprechend. So, hier muss doch irgendwo noch eine Rüstung geben. Hier gibt es bestimmt wieder so einen Geheimgang, den wir gleich wieder sehen können. Oder finden können. Wahrscheinlich von da. Hallo. Oh oh. Okay, ich würde sagen, wir holen mal dieses Sturmgewehr raus. Gucken, was er so kann. Die Waffe ist ja krass. Da kommt doch was, oder? Nee. Die ätzen nur alle weg. Ah, doch, da ist jemand. Ah, noch einer mit Schild. Boah. Schnell weg. Ich bin gleich tot. Boah. Also das war ein bisschen übermütig, sage ich mal. Ah, hier haben wir ein Lager freigeschaltet. Kann das sein? Geil. Was ist das hier?
Ich weiß nicht, ob wir hier unsere Munition wieder... Ja, Munition, hier, kann man. Aha! Geil! Können wir wieder auffüllen. Trotz allem haben wir wenig Gesundheit. Gehen wir schnell zurück. Ich weiß nicht, ob wir hier was einsacken können. Nein. Hier sind wir eingekesselt, sage ich mal. Ah, so geht's aber. Okay. Oh, das ist leider keine Gesundheit. Schade. Okay, wir müssen uns heilen, ganz klar, weil sonst bin ich gleich wieder tot und kann den ganzen Kram wieder von vorne machen. Gut, dann sammeln wir hier noch alles auf, was hier noch so rumliegt. Und dann kümmern wir uns da um das Schildmonster. Weil ich glaube, das Schild, das baut sich so nach der Zeit wieder auf, habe ich das Gefühl. Und dann will ich natürlich so halbwegs wieder aufgeladen sein. So. Ja, also ich merke, es geht sehr, sehr schnell hier bei Doom. Dass man sehr, sehr schnell an seine Grenzen kommt. Und da müssen wir höllisch aufpassen. Na komm. Hast du vorhin auch schon geschafft. Okay, gehen wir hier hoch. Jetzt hier hoch. Na komm. Kann doch nicht sein hier. Hier kommt der komischerweise nicht hoch, ne? Aber hier schon. Vielleicht ist das der Grund, warum ich gestorben bin. Weil der Weg nicht für mich gedacht ist, eigentlich. Okay. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns um den Schildmann. Okay. Ich bin bereit. Haben wir hier noch was? Ne, nur Munition. Okay. Da war jemand ein bisschen geizig gewesen, was die Einlagerung angeht. Okay. Sonst haben wir hier nix. Oh. Da ist er. Da, sein Schild hat sich regeneriert. War mir klar. Holen wir mal die Pistole, da haben wir unendlich Schuss, mehr oder weniger. Da, jetzt haben wir ihn. Bam. Perfekt. Jetzt können wir uns, glaube ich, hier in Ruhe umschauen. Oh oh. Schrotflinte raus. So. So leicht lasse ich mich hier nicht überraschen. Ah, hier haben wir wieder Armor. Aha. Eine Prätorenmarke haben wir erhalten. Ja, geil. Da können wir wieder unsere Rüstung verbessern. Und hier können wir auf jeden Fall wieder Munition einsacken. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob das Ding... Ne, das kann man nur einmal benutzen. Vielleicht macht es Sinn, vielleicht erst aufzuladen, wenn wir wirklich voll am Limit sind. Okay, wir sind in einem Servergebiet, sag ich mal, wo ganz, ganz viele Computer sind. Schauen wir mal, was hier noch kommt. Oh, oh. Oh ne, nicht schon wieder der Schildmann. Vielleicht bringt die Granate was. Jawohl. Boah, knapp, aber geschafft. Puh. Vielleicht sollte ich gleich doch mal die Kettensäge rausholen. Faxgerät. Sieht zumindest so aus. Okay, hier haben wir... Ah, ein weiteres Sammlerstück. Ja, liebe Freunde, ich merke schon, wir sind schon bei der 30-Minuten-Grenze angekommen. So schnell kann das wirklich gehen. Aber dadurch, dass ich ja gerade gestorben bin, mache ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Aber nicht mehr so lange. Ich hoffe, ihr seid mir dann nicht allzu böse. Hier hoch. Ich glaube, hier, ja, ist das Sammlerstück. Geil, hier haben wir es. Jawohl, schweres Sturmgewehrmodell. Also in Sachen Waffen war das. Bereiche Waffen. Schweres Sturmgewehr, das hatten wir eigentlich meine schon gelesen. Kap, Schrotflinte. Okay. Ja, wenn da was Neues wäre, dann hätte es da gestanden, auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, dass wir uns das doch in Ruhe in der nächsten Folge anschauen werden. Aber... Was mir noch auffällt, wir haben hier noch keinen, glaube ich, Speicherpunkt gehabt. Deshalb müssen wir noch ein bisschen weitermachen, damit ich wirklich sicher gehen kann,
dass hier gleich Endstation ist für heute. Okay, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Gesundheit. Okay, hier ist verschlossen. Das ist nicht gut. Aber hier ist offen. Okay, was passiert hier? Begib dich zum Vega-Terminal. Das ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Wenn du den Energiestoß überstehst. Was ist das? Erhöht dauerhaft die maximale Gesundheit. Ja, geil. Das ist ja geil. Achtung, steht da. Zu viel Energie. Leite Energie zu Subsystem. Okay. Du hast eben reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Olivia Pierce. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Also, Olivia Pierce hieß die gute Dame. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Okay. Habt ihr mir noch was zu sagen? Jawohl, abgeschlossen. Ursache finden. Kommt jetzt ein Speicherpunkt. Verhindere die Kernschmelze. Jawohl, Speicherpunkt. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, dass wir die Verhinderung der Kernschmelze in der nächsten Folge, ja, versuchen werden, das zu verhindern. Ich würde sagen, für heute haben wir schon wieder viel geschafft. Wir haben 125 Gesundheit. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil wir doch in letzter Zeit sehr oft an unsere Grenzen gekommen sind. Und 25 mehr Leben, das macht schon einiges aus, muss ich sagen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es wie gewohnt weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Ciao.